Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MK7. Nee, wir öffnen jetzt keine Match Attacks, sondern ich habe sie einfach mal mit in die Mini-Tin reingetan. Ich habe gerne solche Projekte auf meinem Kanal, wie zum Beispiel FIFA Mobile oder, weil jetzt kein Projekt, werde ich auch weiterhin noch spielen. Oder zum Beispiel Let's Collect oder so. Und Let's Collect war halt nur für die WM. Und jetzt habe ich mir was ausgedacht für allgemein. Könnt auch ihr oder müsst ihr mir sogar helfen. Eine Messi- und Ronaldo-Ecke, wo nur Messi und Ronaldo reinkommen. Und wenn ihr nicht so gerne Sachen abgebt, verstehe ich das natürlich. Aber wenn ihr Lust habt und ja und das wollt vor allem, könnt ihr mir einen Ronaldo oder einen Messi zusenden. Ich werde euch auch erwähnen. Schauen wir uns das mal an, wie viele ich schon persönlich habe. Ich habe schon mit dem Schwäbisch, gell? Mit dem Niki Habeler habe ich schon, also schaut auch gerne zu, also der, die kleine Cousine vom Alexander Beetz, habe ich schon Messi bekommen. Für meine Messi und Ronaldo Ecke. Er ist ein bisschen besser informiert, weil ich ihn schon länger kenne. Per E-Mail. Und er sendet mir viele Sachen zu. Wenn ihr auch mir was zusenden wollt, Adresse ist bestimmt in der Videobeschreibung. Jetzt kriege ich die Tin nicht auf. Leute, ist ja peinlich. Ist ja peinlich. So. Da ist sie. Und genau den Messi. Genau den Messi habe ich vom Alexander Beetz bekommen. Oder beziehungsweise von der Familie Beetz. Niki Habeler hat mir den zugesendet. Aber Alexander Beetz hat mir das geschrieben, dass in den nächsten Tagen für meine Messi-Ronaldo-Ecke, er wusste schon Bescheid, Messi kommen wird. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Haben wir Messi aus Argentinien. Das war die World Cup-Serie. Habe ich da Messi gehabt? Sieht so aus. Ich kenne das jetzt nicht vorne auf einer Kamera. So, Messi kommt in den Sleeve. Dann geht's weiter mit der Ronaldo-WM-Serie. World Cup 18. Die habe ich selber gesammelt. Genauso wie die... Oh, was fliegt denn hier schon wieder alles rüber? Da geht's wie bei den Hempels unter dem Sofa. Ja, ich mache jetzt ein spontanes Video. Ronaldo, FIFA 365 habe ich auch selber gesammelt. Das war aus dem letzten Jahr. Damals noch für Madrid unterwegs. Der Portugiese. Dann eine Milestone-Karte. Messi ist da zu sehen. Denken wir uns jetzt mal diesen hässlichen Iniesta weg. Die 30. Trophäe mit Barcelona. Weil der mit Barcelona steht. Was ein Wert. 30. Trophäe mit Barcelona, Messi und Iniesta. Aber Messi 30 Trophäen mit Barcelona. Ansonsten würde ich sagen, ja, Barcelona. Hä, haben die nur 30 Trophäen geholt? Aber das ist schon Wahnsinn. Für eine Karriere 30 Trophäen. Also, da ziehe ich meinen Hut. Dann haben wir Ronaldo. Welch ein Wunder. Als Limited Edition aus dem vorletzten Jahr. Da fehlt mir noch die Base-Karte. Und zu guter Letzt haben wir Ronaldo als... Ah, jetzt gehen wir schon die... Ich dachte, mir gehen die Sleeves aus, aber ich habe noch ein paar. Ronaldo als Icon. Ja. Die haben auch immer schön geglänzt. Ich hoffe, es kommt drüber. Ja, und was jetzt nicht in meine Messi-Ronaldo-Ecke kommt, weil ich das halt selber sammle, sind die Champions League. Die, wo ich halt gerade brauche für mein Album. Sobald ich ihn doppelt habe, tue ich ihn natürlich rein. In die Messi und Ronaldo-Ecke. Aber solange ich ihn noch nicht doppelt habe, habe ich zum Beispiel auch Ronaldo. Aber kommt noch nicht in die Messi und Ronaldo-Ecke. Weil, ja, wie gesagt, muss noch ins Album. Das war schon ein kleiner Einblick in meine Messi und Ronaldo-Ecke. Ich hoffe, dass ihr sie ein bisschen unterstützen könnt. Falls ihr erzählt, ah, ich habe einen Ronaldo und Messi, da fehlt er dir. Die habe ich momentan schon.
Genau, ich werde auch in den nächsten Tagen noch viele weitere Booster öffnen. Da kann es auch sein, dass ich da ein paar bekomme. Ja, und dann bin ich mal gespannt, nämlich, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Ich weiß halt nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt, sonst würde ich ihn grüßen. Ich habe mal Tops und Panini angeschrieben, weil ich halt immer Booster selber ausgebe. Von meinem eigenen Geld und deswegen halt so wenig auf YouTube aufmache, weil ich eben alleine ein bisschen genießen möchte für mich. Und meistens dann meine Doppelten zeige oder so. Das findet ihr natürlich nicht so cool. Deswegen mache ich auch manchmal normale Booster auf. Mache ich auch sehr oft, muss ich zugeben. Ich habe hier auch noch einen Booster liegen. Wollen wir ihn jetzt auf der Stelle aufmachen? Ich würde sagen, doch nicht. Aber wie gesagt, da ist noch ein Booster. Können wir auch mal aufmachen. Aber ich meine, es wäre schon eine Erleichterung, wenn Tops mir was zusenden würde. Ich habe Tops tatsächlich mal angeschrieben und von Panini kam sogar ein Ehrenmove. Nämlich, könnt ihr sogar nachverfolgen, sie haben mir das Album zugesendet. No joke, too sorry. Es stimmt wirklich. Also, das Album, das FIFA 365 The Golden World of Football, haben sie mir zugesendet. Habe ich zwar schon, aber vielen Dank. Es stimmt wirklich. Haben sie mir echt, da bin ich echt stolz drauf. Obwohl ich jetzt 130 Abonnenten habe. Also nur. Und Tops hat mir auch was relativ Nettes geschickt, hat mir geschrieben, jetzt noch nicht, aber wir beobachten deinen Kanal und dann kann schon mal sein, dass was zukommt, genau. Dann würde ich auf jeden Fall Tops und Panini, vor allem Panini, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, wer von Panini es mir zugesendet hat, aber auf jeden Fall macht bitte so weiter. MK7 heiße ich, wisst ihr. Einfach, wenn kleinere YouTuber was anfragen. Ich kenne das eben so nicht, dass man gleich immer was geschenkt bekommt. Also, jetzt nicht von Haus aus, sondern ich meine, die Welt ist jetzt so, es kostet immer alles was und jeder ist relativ gemein zu dir und dann nimmst du das halt immer so an. Ich glaube, es ist schon ein bisschen rübergekommen. Also, ich finde das echt eine richtig nette Geste, auch wenn das Album, keine Ahnung wie viel kostet, habe ich jetzt schon vergessen, dass sie mir einfach was zusenden. Und ja, wollte ich mich auf jeden Fall bedanken. Können auch Hashtag Danke Panini schreiben. Ist mir egal, ich bin raus. Und bleibt dran. Was wollte ich jetzt sagen? Was laber ich? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Macht's auf jeden Fall gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich weiß nicht, ob es FIFA Mobile sein wird. Ich weiß gar nichts. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ich bin raus.